Hallo, da bin ich wieder. Remnant 2 Hardcore-Modus auf Veteran. Und Dankeschön, ihr habt letztens ja riesig an den Like-Button gedacht und da dachte ich mir, hey, ich setze mich gleich mal jetzt noch ein bisschen hin und nehme noch eine Folge auf und ja, lade die auch gleich hoch. Wäre cool, wenn ihr heute auch wieder dran denkt. Das gleiche wie im letzten Video gilt heute auch wieder. Also wenn ihr möchtet, dass dieses Projekt weitergeht, dann haut bitte auf den Like-Button. Weil ich habe es ja erklärt, wenn sich das für mich hier nicht mehr lohnt, dann werde ich das Projekt auch nicht fortführen. Das ist halt einfach so. Und dann kommt mir nicht mit, hey, machst du das Hobby und hast Spaß? Naja, nee. Also auch schon, aber es muss natürlich schon was bringen. Ich mache doch jetzt hier nicht Videos für eins, zwei Leute. Da muss ich schon ein bisschen lukrativ denken. Also denkt dann bitte, wenn euch die Serie hier gefällt, dann denkt doch bitte dran. Haut doch gerne ein Like drauf. Und ich sollte aufhören, diese Idioten zu killen. Was tue ich denn? Shit. Na je, das war nicht so gut. Okay, schauen wir mal. Wir brauchen den Ausrufezeichen Dungeon. Oh Gott, ich hasse dieses Hurengestrüpp, diese Mistviecher. Oh, sind die lästig. Jo. Gleich tut's weh, gleich tut's weh, gleich tut's weh, gleich tut's weh. Ich darf doch mal kurz vorbei. Dankeschön. Au, au. Einfach nicht stehen bleiben. So tun, als würde es uns nichts angehen. Das ist das Sinnvollste. Keine Zeit für Loot. Aus, Ausdauer. Ausdauer. Au. Gott. Hier hinten ist ein Dungeon. Das könnte auch unserer sein, oder? Ja, könnte. Ja, du mich auch. Ich heil mich mal. Ich weiß, dass ich den Ausgang hier schon mal hat und das war der richtige, aber das ist halt random. Wir gehen nochmal zurück. Ja, es ist der richtige. Oh Gott. Was man nicht alles für einen Skillpunkt macht, ha? Es ist aber so notwendig. Wenn ich da in die Massenkreise gekommen bin, ich ein bisschen gefegt. Hi. Irgendwie erinnern mich die Viecher an jemanden. So, ein wandelndes Maul. Mauli-Mausen. Vielleicht. Und da rein. Yay. Läuft doch gut. Bis jetzt. Das war übel. So viel zu läuft doch gut bis jetzt. Dann kriegst du das namenlose Nest um die Ohren geklatscht. Das ist Wahnsinn. Na, immerhin muss ich es hier nicht noch mal abgrasen dafür, denn das hatte ich ja offcam. Das kennt ihr ja mittlerweile von meinem Video zu der Halskette. Also gut. Warum ist Das habe ich noch namenloses Nest nie nicht mal gesehen. so geil? Nun, wäre das? Ah nee, das ist der andere Roll. Das ist im tiefer gelegt. Ne, das macht man nicht. Da wird zwar Loot da unten, aber was nicht unbedingt brauchen. Na ja, komm. Komm. Ach, komm, scheiß drauf. Ich hätte vielleicht rasten sollen, ich Vollidiot. Oh Gott, Jesus. Was habe ich getan? Der kann mir jetzt auch nicht mehr helfen. Au. Ja, Tracking scheiße. Geh außen und um.
Können wir eine Wurzel reinpfeifen? Mach ich jetzt auch. Die Zuckerwurzel nur anders. Die blauen hätte ich ganz gern weg. Die Nerven. Hi. Oh Gott. Okay, bye, dann. Jetzt ist mal in den Tod. Okay, mach das. Tschüss. Los doch, da muss sowas liegen, oder? Oder? Nein! Irgendwas? Something? Nein! Oh, okay. Nicht schubsen. Gefährlich. Ganz gefährlich. Das wollen wir hier nicht. Nicht schubsen. Böse. Wenn mich umdrehen muss. Alles Polenhofen, das verspreche ich euch. Ja, da vorne sind wir doch schon. Da sind wir zu Hause. Ja, und das, was Lion ist, perfekto. Wer ist das denn? Ach, es ist das Drecksloch. Komm, 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 komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Könnt ihr bitte, bitte gehen? Na, no, ich drück doch. Er macht's nicht. Sie macht's nicht. Ich drücke mir hier einen Wolf und dann stelle sie mal stampf wie ein buckiges kleines Kind. Jetzt, wo sie es endlich mal darf, dann macht sie es nicht. Das kostet Leben, weißt du das? Das geht doch nicht. Los, lass es mir jetzt irgendwas Neues sein. Irgendwas, hm? Natürlich nicht. Hier, hast du Geld, gib nicht alles auf einmal aus. Dankeschön für gar nichts. Naja. Okay. Okay. Konzentration. Ja, perfekt. Erstmal Nahkampfangriff. Ist natürlich sehr wichtig. Shit, gar nicht gut. Natürlich hat er jetzt die Immo-Phase. Ah. Einmal Kauwurzel. Und aua, au, durch seine Wichse. Immer wieder ekelhaft. Muni. Ah Gott! Hup, hup, hup! Na, 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 na! Stirb doch bitte endlich! Danke. Entschuldigung, wollte ich ins Mikro schreien. Ja, ja, verdammt. So läuft das hier.
Zuckersüß, die Freude. Na gut. Ich glaube, wir sind Power Level 1. Optimal. Optimal. Nahkampf, Aufladekosten, don't care. Wir haben Skillpunkt, wir reduzieren noch weiter unseren Damage, den wir bekommen. Das läuft gut. Nix wie weg hier. Ich glaube, jetzt müssten wir auf der anderen Seite von der Spieluhr sein, richtig? Hätte, könnte, sollte, müsste, wenn ich richtig informiert bin. Oh nein. Mehr Gestrüpp. Oh je. Das ist der umgekippte Baum. Ah ja, tatsächlich. Jo. Ach, wir sind bombenmäßig in der Zeit. Es war halt echt ein Glücksfall, dass ich den Wolfsring gefunden habe, weil der hilft schon sehr. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und verbesserte Ausdauer, das macht echt viel aus. Ja, einmal. Eigentlich brauchen wir jetzt nur noch ein Pass-Through und wir wären bei der Spieluhr. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Das hätte ich ganz gerne. Einen Vogel würde ich nicht antriggern, weil der interessiert mich nicht. Da liegt hier bloß ein Talisman oben, der uns rein gar nichts bringt oder so. Sparen wir uns. Hi. Habt ihr irgendwo noch was zum Lernen? So ein Buch oder so fände ich ja richtig tüfte. Nee. Wisst ihr, dass ihr ausschaut wie Hasenscheiße mutierte? Wollte ich nochmal angemerkt haben. Oh, noch mehr mutierte Hasenscheiße mit Stacheln. Ja, ja. Wenn es mich drauf ankommt, würde ich die XP sammeln dürfte. Ich würde euch alle umlegen, aber nein. Das ist mir verboten. Haben wir irgendwo einen... Oh Gott, nee, den wollen wir nicht. Aua! Ja, wir sind richtig. Nice. Lauf, 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 lauf. Jo, perfekt. Und so läuft das im Hardcore-Modus. Du killst so wenig wie möglich, damit dein Power-Level niedrig bleibt. Ja, hier sind wir richtig. Und niedriges Power-Level heißt auch relativ leichte Gegner in der Welt. Also, summa summarum. Simulacrum. Nope, dann ist es unten. Ja, ich möchte nichts sagen, aber wir haben ja Esha schon so ziemlich abgeschlossen jetzt. Viel kommt hier nicht mehr. Jetzt könnte man natürlich sagen, aber der Wolf werde ich nicht bekämpfen. Für was? Die Waffe ist ohne die Halskette Trash. Und für was sollte ich ein Abenteuermodus den Wolf nochmal bekämpfen? Zweimal die Gefahr eingehen. Leveln, der gibt XP, das ist schlecht. Wir gehen den einfachsten Weg hier. Es würde keinen Sinn machen, den zu bekämpfen. Gar keinen. Ja, nice. Nice. Deswegen der einfachste Weg. Aber wisst ihr was? Ich kenne da so einen netten Herrn. Also ich. Der hat zu der Wasserharfe, wo wir jetzt gleich hinkommen, so ein spitzen Video gemacht. Das findet ihr auf meinem Kanal. Das ist jetzt genau 13 Tage dann alt. Hier. Wir werden hier kurz rasten. Und da werde ich doch jetzt mal mein eigenes Video bemühen, weil es doch so angenehm ist. Und werde danach den Code eingeben, beziehungsweise beide Codes.
Das Teil rattert? Jep. Wundervoll. Also 504034. Erstmal Nullen. Das sieht wichtig aus. Ja, ja, ja. Ist es auch. Also, Code 5040. Halt, bin ich nicht ganz oben. Oh. 5040 3410. 3410. Richtig? Passt. Ach ja, ich weiß. Okay, einmal. Und jetzt holen wir uns auch die Waffe. Und natürlich den Mod, der uns quasi vor dem Ableben beim Finalboss schützen sollen dürfte. Und uns auch bei anderen Gegnern noch sehr, sehr nützlich wird. 1402531. Also 1402503 25030. Yeah. Wir kommen aber ganz gut voran, würde ich sagen. Also wenn wir pro Welt weiterhin... Na gut, hoffen wir, dass wir pro Welt so zwei Parts brauchen, dann... Optimal? Optimal. Hallo, hey, du, ja, ich hätte gerne einen Mod. Ich habe gerade die Musik da gespielt, weißt du? Belauscht in der Tat. Wir was? Ja, ja, gib mir einen Song von Effie. Merci. Wenn das doch wie ist denn dann? Möge das Lied von Effie sein Herz für immer erfüllen. Liegt hier noch was Schönes? So ein Skillbuch wäre noch geil. Nein? Ah. Nur mal eben gucken, es könnte ja sein. Wir sind ja flink. Wir sind doch flink. Habt ihr eine Chest? Nee. Habt ihr hier überhaupt was? Oh, hi. Bitte nicht anspucken. Ich mach das ja auch nicht mit euch. Habt ihr oben was? Ne? Eure Armut widert mich an. Oh doch, da haben wir doch was. Ui. Hi, ich darf mal flick hier eben durch. Dankeschön. Ah, da. Hat sich gelohnt. Hat sich absolut gelohnt. Seht ihr? Und ihr könnt mich allesamt am Arsch lecken. Hier. Hi, Rehe. Na, schön am Grasen. Sehr schön. Sehr schön. Hahn, die wollen mir wehtun. Hörst du, die wollen meine Seele fressen. Ich glaube, das ist ihm scheißegal.
Also für solche Kleinigkeiten lohnt sich so ein kurzer Exkurs da. Kommst du denn her? Wie verlaufen oder so? Wo kommst du denn her? Euer Ernst jetzt? Okay. Und jupp. Also denkt bitte daran, wenn ihr gerne noch weitere Folgen davon sehen wollt, dann haut bitte auf das Like. Das würde mich riesig freuen. Also ganz, 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 ganz wichtig. Wirklich. Ich mache das nicht so gern wie die anderen. Boah, Ehre, Bruder. Boah, Bruder, mach mal hier auf Ehre, mach mal Daumen. Nee, so ein Dreckslaber-Scheiß, das mache ich nicht. Das ist doch geistig behindert, das machen wir hier nicht. Boah, Bruder, wieso redest du so? Halt's Maul. Lern erst mal Deutsch. Ja. Naja, wir kennen uns ja. Wir kennen uns doch. Verbündet so ist. Okay. Okay. Zufrieden? Höret gleich sein mächtiges Wolfsgeheule. Das ist so erbärmlich. Sondern auf unbestimmte Zeit. Denn wo Leben ist, wird es immer tot geben. Das Reh ist tot. Geh hinfort, kleiner Todesbringer. Das ist der Trauer, das nee. Nee. Das ist wirklich das traurigste Wolfheulen. Entweder Kunst der Synchronsprecher nicht besser oder es soll sich so schauderlich schlecht anhören. Aber ernsthaft? Okay. Ganz viel guter Loot. Hi. So. Dann zwei Pünktchen mehr Abwehr. War mir eine Freude, das sollte man bald mal wieder wiederholen. Also ruf mich an, ne? Weißt du, wenn mal wieder Rehe schießen oder so, gerne. Jederzeit wieder. Lass mal gerne mal so, ja. Okay, cool, bye, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Oh nein, er frisst mich. Jetzt kommt das Labyrinth. Oh Gott, oh Gott. Was habe ich bloß verbrochen, dass ich ins Labyrinth muss? Ah, ich habe ja ein paar Luminitkristalle. Wo habe ich die denn her? Ja, cool. Sieh dir nur mal diesen Ort. Und juhu. Tja, okay. An der Stelle würde ich aber dann gern sagen, ich gehe mal nach Station 13. Ich werde hier mal ein bisschen meinen Zwieback wieder aufstocken. Also sprich, ich werde mir jetzt den Song von Effi holen. Ich werde mir, denke ich, eine zusätzliche Ladung fürs Drachenherz noch genehmigen. Weil wir haben ja noch ein Simulacrum über. Eventuell hat der Kars noch ein paar Luminitkristalle über. Das wäre auch schön. Hi, sag mal, Luminit hast du? Schwall mir nicht voll. Ach. Wenn man von dir einmal was braucht, dann ist man wirklich aufgeschmissen, weißt du? Ich werde hier sein, wenn du zurück. Ja, ja. Dann. Song von Effi hört sich doch schön an. Power Level 1, immer noch. Was haben wir? Ah ja, die Halskette, die brauchen wir ja nicht. Hallo. Du, ich habe eine Schriftrolle gefunden. Kannst du mir da ein gottgleiches Mod draus herstellen? Das hier.
Jo! Das hat ja. Nee, warte. Wir haben doch den hier. Und da haben wir den Song von E4 drauf. Wie ist denn die Kadenz von dem Teil? Weil man muss ja auch einiges austarieren. Dann lass mich das hier mal testen. Ja, also nee, da baut das Teil schon besser auf. Okay, dann haben wir das hier. Ich könnte mir auch die Tech 22 kaufen, wenn ich noch ein bisschen ein paar Cents über habe. Genau. Wie viel haben wir denn noch? 9. Das heißt eine Verbesserung. Wegen einem. Nein, wobei. Ich glaube, der braucht 10, oder? Oh shit. So viel zu, hey, jetzt könnte es vielleicht ein bisschen leichter werden. Leichter am Arsch. Willst du 10? Ich wusste. Ach, geh mir doch nicht auf den Sack. Ist ja gut, ich habe schon verstanden. Spielen wir halt weiterhin mit 3. Gehen wir mal zu Dr. Nora. Ich brauche ein bisschen mehr Kautabak. Also ist denn Kautabak? Siehst du gleich. Ist der Gute. Ist der Beste. Hey, Beste in Town. So ist, es gibt nicht ja, ja, hier. Dankeschön, Lebensretterin. Ah, jetzt kann ich wieder Sucht frönen. Okay, aber ich sag dann mal Dankeschön fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, denkt mir gerne an ein Like. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis denn dann. Tschüss.